Welche Grafikkarte CPU brauche ich für den MS Flug Simulator 2020? Mit maximalen Details zwingt der Flight Simulator noch immer jeden PC in die Knie. Während in Full HD eine Radeon RX 6700, Intel Arc A770 oder Nvidia GeForce RTX 3060 Ti gute Ergebnisse erzielen, empfehlen wir ab WQHD ein Modell mit 12 oder 16 GB Speicher, um auf Wunsch maximale Details ohne Kompromisse nutzen zu können. Gute Einstiegspunkte sind je nach Budget die RTX 3080 12 GB, Radeon RX 6800 XT oder RTX 4070 Ti. Der Prozessor spielt im Flight Simulator 2020 eine besonders wichtige Rolle, denn die CPU-Last ist über Städten besonders hoch. Um flüssig zu fliegen, empfehlen wir mindestens einen AMD Ryzen 5 7600 oder Intel Core i5 13500. Diese Prozessoren erreichen selbst in anspruchsvollen Szenen gut 50 FPS. Bestenfalls setzt ihr aber auf Prozessoren mit viel L3 Cache und einem hohen Takt. Falls ihr vorhabt, für den Flight Sim aufzurüsten, lohnt sich vielleicht das Warten auf AMDs Ryzen 7000 CPUs mit 3D V-Cache, die Ende Februar auf den Markt kommen.